Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ekelkram eigentlich. Der Schamane tritt durch. Ja, so ein bisschen. Kann man gut zusammenfassen, so. Also ich frage mich, wie man echt mit Fernkämpfer spielen kann. Das ist die größte schwule Scheiße, die es gibt. Es macht mehr Spaß als Spiel. Man sieht mehr Ich von nee. manchen Dingen. Du stichst irgendwo rum und alles, was ankommt, greift dich von hinten einfach mal eiskalt an. Deshalb bist du als Ranged. Warum kann ich denn da nicht hinspringen? Jetzt. Deshalb stehst du als Range meistens auch nicht mitten im Raum, sondern mehr so an der Seite. Ich stand ja an der Seite, nur auf der falschen Seite. Das ist richtig. Man guckt als Range doch immer so um sich rum. Ist ja nur der D, man hat ja Nee. Zeit. Ich bin geübter Melee, ich weiß sowas halt nicht. Zuletzt habe ich Caster gespielt, das war Kataklysm. Das ist ja schon mal ein bisschen her. Ja, da habe ich Hexer gemaint. Ja. Die guten alten Zeiten mit meinem Goblin Hexer. Da habe ich Druide gespielt. Tank und Heiler, Dual Spec. Easy. Und dann hatte ich keinen Bock, Leute für meine Gilde zu rekrutieren, in der sowieso nur meine Freunde drin waren. Und mit 5 Leuten kannst du halt nicht rein gehen. Also war Das das ist Spiel dann richtig. relativ schnell vorbei. Das ist richtig. Warst du schon damals auf Erida oder wo warst du? Da habe ich Allianz auf Eggen gespielt. I. Kumpel von mir Und dann noch meinte, Allianz. der hat da Freunde. Darauf erstmal ein Schubser. Ja, nö, ich bleib jetzt hier stehen. Bewegt mich jetzt nicht. Die kommt doch eh wieder an. Es Wer ist bloß dann? extra Schaden, den ich mache. Es ist meine Rota, die ich fahren muss. Ich hab e extra viele Guides geschaut dazu. Ist klar. Muss das machen. Das ist die Rota. Wie fange ich meinen Tank am besten ab und meine Milis? So, der da hinten, den sehe ich nicht mehr. Ich gehe mal weiter. Nee, bevor ich den wieder abhole. Nee. Jetzt hat ein Priester mitgebracht. Nicht möglich. Ja. Der, also der Heiler. Der ist nicht schnell genug gemoved. Ey, die haben das alle drei mitgenommen. Ja, top. Viel mehr gab es hier auch einfach nicht zu bullen. So, ich bin jetzt der Melee-Caster. Ey, wieso Mein kann ich Gewitter hat denn nicht nicht an die Leute funktioniert. ranchargen hier? Was ist denn das? Mein Gewitter hat gerade auch nicht funktioniert. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht deswegen wegen dem Kristall hier? Nee, ich glaube, hier ist irgendwie wegen dieser Barriere noch irgendeine unsichtbare Wand oder so. Ja, das kann sein. Bei mir kam auch gerade, sie war es kein Pfad. Ne, ich hatte mein Gewitter hat auch die Ads nicht weggestoßen in die Richtung, wo du gelaufen bist, Morel. Dass sie dir folgen. Aua. Wow! Alter! Was soll aber das jetzt? Ich habe meinen Avatar angerissen. Und kriegst dadurch, bis stirbst dadurch. Nee, ist klar. Nee, ich habe den Avatar angerissen, weil ich fast gestorben bin. Achso, nee, ich meine jetzt, warum. Was war das für ein Cast, was die hier gemacht haben? Keine Hier Ahnung, schon ehrlich wieder. gesagt. Ich kick die weg, die kicken zurück weg. Und mit was mit Recht? Nein! Das ist voll ungerecht. Ich bin der Einzige, der das dürfte, machen So. darf. Ja, wenn die Leute halt nicht 5 Millionen Erz gepult hätten, dann hätte man das hier auch ganz easy spielen können. Echt mal hier. Wieder Schuppen. Rotier. Du und deine Priesterkumpels. Ja, Nee. der hat Brot hier engagiert, damit er nicht so schlecht aussieht im Dungeon. Lass das, ich hasse das. Bonusboss machen wir wahrscheinlich gleich zu dritt, weil ich gehe mal davon aus, dass sie leaven. Glaube ich nicht. Also eigentlich machen die Leute den immer mit. Das passiert normalerweise häufiger. Also, das ist mir früher häufiger passiert. Ich bin auch schon ewig nicht mehr in den Dungeon drin gewesen, von daher. Sendung. So, Boti, machen wir mal Tentacle Porn. Ja. Tentakel läuft. So. Aber ich bin es von der BoW-Community nicht gewohnt. Ich dachte, mindestens 5 von denen flamen jetzt, von den 2 Randoms. Mindestens 5. Eigentlich dachte ich schon beim Und ersten, deshalb. als wir beim ersten Boss gestorben sind, weil die nicht dispelled haben, dass natürlich dann der Tank schuld ist. So, ich mach mal den Kommentator. Hier sehen Sie, der Schamane sich ganz langsam nach vorne sneakt. Der Schurke und der Krieger battlen sich um Platz 4.
Charmian Priester am Platz 1. Wer wird am Ende ganz oben stehen? Sehen Sie gleich nach der Werbung. Es gibt keine Werbung. Deswegen ich bekomme gerade von der Regie die Aussage, es gibt keine Werbung. Yeah, level up! Ja. Woohoo! Was hab ich denn hier für ein Auge hinter mir? Kommt ihr? Ja, Brody hat nur noch irgendein Auge hinten dran gehabt. Das ist ein Wisp und die sind eigentlich nett. Aha. Nein, so ein grünes Auge, was mich angreift, ist nett. Aha. Ja, die tun eigentlich nicht so viel. Er hat mich aber angegriffen. Die machen nicht viel. Ich wollte gerade sagen. Perry, das Nabeltier. 8 Cent B. Warum gehst du jetzt schon in Unsi? Ich sehe dich trotzdem. Ist eigentlich der andere Priester? Ich sehe noch einen. Der ist östliche Pestler. Der hat sich rausgepolt und wieder rein wahrscheinlich. Ja. 3, 2, 1. Nein! Ist dann halt jetzt nicht mehr. Base Aggro. Schade. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das überleben soll. Der haut rein. Jo, der Boss ist übel. Wenn du Heal brauchst, sagst du dann Bescheid, dann gebe ich dir einen kleinen Spritzer. Ja, Alter, kann der mal aufhören, mich wegzuschubsen? Dann stell dich an der Wand. Ich glaube, ja, da ist der Heiler einfach raus. Warte, nicht sterben, stirb mir jetzt hier nicht. Oder du kriegst noch Erdschild. Und jetzt mach ich wieder Schaden. Zieh mal den Last Stand, dann krieg ich weniger Schaden rein. Brody, mehr Schaden! Macht doch schon so viel Schaden, wie ich kann! Da muss mehr kommen! Auch von mir muss mehr kommen! Jetzt geht's eigentlich, so viel Schaden macht er gar nicht mehr. Weil du Erdschild von mir bekommen hast. Und jetzt weil ich mein Tank. Jetzt die ganze Zeit meine Wut aufbauen. Nix machen. Nix machen. Mein Ed hat gerade jetzt Aggro. Mach jetzt keine großen Attacken, die mein Ed wird die Aggro klaut, also dein Spott oder so. Ich spotte generell nicht. Und mein Ed ist weg. Sind der andere Pfosten jetzt weg? Ja, die haben keinen Bock auf den Bonus-Boss. Saubande die. Es kann übrigens sein, dass ihr stirbst. Gleich euch aus dem Dungeon porten müsst. Okay. Und ich warte hier drin, weil wenn keiner im Dungeon ist, resettet der Dungeon manchmal. Nein. Also eigentlich kenne ich das nicht. Ist das so? Ist mir schon mal passiert, da war ich als einziger noch in der Gruppe drin und wollte nur raus und wieder rein, um die Quest abzugeben, aber rein ging ich dann nicht mehr. Ja, das ist ja mies. Ich bin wieder drin. Kannst dich rausporten. Okay. So, hoffentlich lebt jetzt der Questgeber, den der Scheiß. Ja, er lebt wieder. Ja, also. Er lebt. Dann kann ich ihn jetzt töten. Dann töte ich dich, Kollege. Na. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Weißt du gar nicht, aber ich weiß, wo dein Haus wohnt. Natürlich soll weiß ich mal fies weißt, sein. Du arbeitest, Moral soll ich fies sein? Moral soll ich fies sein? Schickt Brody einen Antrag? Ich habe die Quest schon abgegeben. Ich weiß. Deswegen habe ich ihn jetzt so angegriffen. Wo ist denn, Ach, für die anderen müssen wir echt bis da hinten? Ach. Ja. Ich will mal gucken, ob der mir, ob der EP bringt. Morel, wir müssen nochmal komplett durch den Dungeon laufen, ehrlich gesagt. Wieso? Wie? Ja, wir müssen jetzt erst nochmal aufs Dach und wenn wir vom Dach waren, müssen wir wieder zu dem Prinzen am Ende laufen. Nee. Doch. Bist du bescheuert? Nein, das ist mein Ernst. Was hast du gegessen? War ich denn noch nie in dem Dungeon hier? Schon ewig nicht mehr. Merkt. Quest nochmal. Ich mach bloß à la Paul. Wenn ich Gebiet durch hab, mach ich mal 1-2 Indies. Also wenn ich jetzt mein Paul dann als nächstes Level mein Zandalari, dann mach ich nur Indies. Da geht's schneller. Mit dem Tank geht's immer schneller mit Dungeons. Ja. Dann melde ich aber auch spezifisch an dich hier random, weil so kann ich wenigstens die ganzen Quests nur abfahren und dann ja nie wieder rein. Weil ich gehe eigentlich nur Indies, um mal eine Quest so abzuschließen und dann gehe ich wieder raus. Weil das bringt halt mehr AP, als wenn ich die ganze Zeit immer denselben Dungeon laufe.
so anmutig, wie du mit deinem Schwert da lang glänzt und deinem kleinen Minischild. Na? Alter. Ah ja, stimmt. Die hatte ich vergessen. Ja, sag ich doch. Danke. Danke. Wofür? Für Ach, du schaust mich die ganze Zeit an. Ja. Wenn jetzt überholst du mich? Ja gut, schulde ich eh wieder gleich wieder ein. Mein Charge ist dann wieder ready. Ja, das ist ja nicht das Problem. Dafür krieg ich ja auch kurzzeit einen Schutz. Nur ein Brothier rennt wieder vor. Ja, das ist halt ein Egoist. Ja, ganz schlimm, ne? Denn der Brot ist ein Egoist. Wenn wir braten, Max hat grillen. Dämmung. Was soll der? Also mir kam jetzt Falco im Kopf. Keine Ahnung, was dir jetzt im Kopf gekommen ist. Was? Ob man irgendeine Lore herausfindet, wenn man mit den ganzen Typen hier spricht? Ja, hier gibt's Lore. Das ist sogar episch geworden. Seid ihr fertig? Nee, warte. Ich bin falsch gerannt. Weil dann kann ich jetzt aus der Instanzgruppe raus. Jo. 4 Gold. Gold. So, wollen wir jetzt noch nach Dönerfels fliegen, oder? Jo. Nö. Auf nach Dönerfels. Also mal, Broti, wo fliegt man ja eigentlich nach Dönerfels? Ich kenne mich da aus. Broti, wollen wir uns mal oben auf Dönerfels wieder mal duellieren? Nö. Warum? Was? Will ich nicht. Ey, wieso bin ich denn jetzt mal auf Tank geskillt? Hast du vorher umgeskillt gehabt schon? Ja, du hast umgeskillt wegen Upmounten, oder nicht? Nein, ich Nein, war weil noch... du dich aus- und wieder reingeportet hast. Okay. Vor allem, Brody kennt den Weg am besten und fliegt als letztes. Ja, das sind ihr euch verfliegt, dass ich euch wieder einsammeln kann. Ach, so ist das. Ja, aber also dann können wir doch von hier eigentlich nach Norden zum Teufelswald weiterfliegen, oder? Ja, ich wäre dafür, wenn Winterquell finde ich ganz schön. Ja, aber ist die Zone hier wirklich komplett jetzt abgeschlossen? Ja. Das müsste jetzt die letzte Quest sein, die wir jetzt machen. Okay. Warte, Düstermarschen, Questvorschritt, Verbindung zu den Grimm-Totems. Donnerfels, ja, das müsste jetzt die Quest sein. Gut, wir können Teufelswald und vom Teufelswald dann in Winterquell, dann müssten wir schon danach dann 60 sein. Ja, also Winterquell ist halt eklig. Wieso? Ich finde das Gebiet schön, also eins der schönsten Gebiete, finde ich. Ja, aber die Quests sind halt kacke. Ja, oder wir gehen Silithus. Silithus ist richtig geil zu Questen, finde ich. Ja, weil es nur 3 Quests gibt. Was haltet ihr von Krater von Ungorov? Oh Gott. Ja gut, können wir gerne machen. Da habe ich wenigstens ein Gebiet wieder vom Meister der Lehre. Oder? Da links weg. Und das ist nur ein guter Vorschlag. Wenn wir in die Scherbenwelt gehen, können wir einfach direkt in die verwüsteten Lande gehen. Dann sind wir direkt vom dunklen Portal. Ja, aber hier hast du noch... So. Verwüstete Lande ist scheiße. Ich mag ja, das. Ja, guck mal. Wir brauchen ja noch 10 Level im Prinzip, bis wir nach Dings können. 11. Ja, 11. Aber okay. Ich will erst in der Scherbenwelt, wenn ich wirklich fliegen kann. Vorher betrete ich die nicht. Das ist sonst kacke. Wieso? Die ersten Quests gehen da mega schnell und geben ordentlich EP. Ja, aber fliegen ist halt schöner. Ja, aber es geht halt trotzdem schneller. Meinst du? Du hast direkt an der dunklen Pforte hast du doch das Portal nach Orgrimmar. Ja, aber... Nur ist die Frage, es gibt kein Portal mehr darunter, oder? Nein. Es gibt nur das Portal nach Shadrath. Können wir das direkt nehmen mit 60? Müssten wir. Aber wenn wir den Zeitstrang... gehe nach B10 nehmen, müssen wir nicht eigentlich die Quest kriegen mit Verwüstet Land, dass wir einen Flugpunkt bekommen, weil ich habe keinen Flugpunkt auf östlichen Königreich. Ich habe bloß das mir das Spielzeug geholt hier für Kalimdor. Naja, wir müssten theoretisch in Schlingendorntal rauskommen, ne? Ja, dann müssen wir dann trotzdem dahin reiten, weil ich kann da nicht hinfliegen. Roti fliegt dich bestimmt hin. Oder wir machen nochmal so eine Reise draus. Reise. Da ist Bane, der hat eine Quest für uns.
Und Brody, das kennst du? Nö. Alter. Kennst du nicht Rammstein? Doch, ich mag Gott, Junge, du bist kein Rammstein-Fan, oder? Bitte nicht, bitte nicht, bitte. Ich mag die alten Sachen von Rammstein, die neuen mag ich überhaupt nicht. We all live in America. Ja, das war das neue Album, soll das schlechteste sein, was die rausgebracht haben nach Kritikern. Keine Ahnung, also ich mag halt das von. Wir müssen zurück, ist das euer Ernst? Nein, wir haben einen Ruhestein. Ja, dann. Port zurück. Also ich finde, die alten Rammstein-Lieder haben halt mehr Bums, sowas wie Sonne oder ja, Feuer frei. Mensch gegen Mensch. Mann gegen Mann, meine ich. Dann du hast halt auch nur geilen Bums. Was? Und das jetzt so zum Beispiel Einzige, Deutschland fand ich überhaupt nicht so geil. Aber da kann man sich bestimmt reinhören. Alter, hier sind noch Quests. Hier los. Und vor allem ganz oben und... Achso, hier. Nee. Ja, Grimm Totem. Also, Deutschland fand ich nicht so gut und Radio fand ich auch nicht so gut. Muss ich sagen. Also ich brech mal die Quest mit Dings hier ab. Tausend Nadeln? Zum Gipfel, ja. Wir können auch Danaris questen eigentlich. Das Ding ist so ellengroß. Ja, aber da gibt's auch ordentlich Quests und das ist eigentlich ganz nett da. Ich mag die Höhlen der Zeit ganz gerne. Ich guck mal. Sashara, Silithus, Desole, Ferala, Steiger. Hilf mir! Ja, wir können gerne nach Danaris gehen, da fehlt mir auch der Meister, das ganze Gebiet durchzuquesten. Und hier ist 120er, der alles umgebracht hat. Hier lebt nix mehr. Wir können gerade mal so die Waffen einsammeln. Nee, du kannst die Waffen einsammeln, aber hier sind doch Viecher. Also, wo siehst du? Ja, weil die respawnen sind vielleicht jetzt. Ach, ich bin immer noch auf fucking Tank geskillt. Brody, kill die mal bitte. Ich kann halt wirklich nichts machen, weil ich noch auf Tank geskillt bin. Das ist so nervig. Kriegt ihr die auch immer tot? Kriegt ihr die nochmal tot? Ich bin auf Tank geskillt. Was war ich denn sonst immer? Fury? Nee, Arms. Fury. Fury war ich. Na gut. Ey Gott, der weiß ja nicht mal, was er mehr war. Oh Gott. Kann mich doch nicht erinnern, Mann. Weißt du, wie häufig ich hier umspecke? Eigentlich gar nicht. Was ist mit dir? Was ist noch los mit dir? Mein Papa hat, glaube ich, mal gesagt, ich bin zu heiß gebadet worden als Kind, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin als Dennis Kind von der Küchenplatte auf den Stuhl und vom Stuhl auf den Boden gefallen, mit Kopf raus immer. Und hab gelacht. Also wäre mir nicht aufgefallen jetzt so. Ich wollte gerade sagen, es ist mir so vieles klar. Ich bin schon immer so dumm behindert, das ist seit meiner Geburt so. Nö. Also ich bin als kleines Kind mal durch so eine Glastür durchgelaufen, hatte keinen einzigen Kratzer. Glück gehabt. Da hast du echt Glück. Das Glück ist auf der Seite der Dummen. Ja, dann hast du ja nur Glück. Richtig. Jetzt müssen wir wieder zurück, oder wie? Ja. Ich muss erstmal den ganzen Scheiß hier sammeln. Ja, das ist schon. Nee, wir müssen nicht komplett zurück. Hast du die Battle Plans auch gekriegt? Weil die habe ich auch noch nicht. Ich bin fertig komplett. Notiz der Grimm-Totems oder was? Ja, die habe ich auch nicht gekriegt. Hä, habe ich 4 Stück mittlerweile von. Du musst einfach looten, ne? Ich habe 4 Mobs gekillt, hatte die fertig. Ah ja, ich habe die auch 4. Aber ich habe die Waffen noch nicht, weil ihr die alle weggenommen habt. Ja, wenn ihr euch mit einem die ganze kloppt, habe ich halt in Ruhe die Waffen. Jetzt muss ich mal auf euch warten. Ich ja, hab doch schon alles. Jetzt mal aufhören hier rumzuflamen? Schlimm, ne? Wartet. Schlimm. Scheiße, ich bin abgemountet. Wie Morell sagen würde, hast du keine Manieren? Richtig. Nein. Nicht bei Leuten, die nicht auf mich gewartet hatten. Ich sollte mir für Hots müsste ich mal so ein Makro schreiben mit. Hast du keine Manieren? Das ist, glaube ich, kommst du echt weit mit. Würde so viel Sinn machen bei dir. Ja, hat's dir nach noch ein bisschen Bock auf Hots? Nimm noch so eine Stunde auf und dann Hots. Eigentlich bin ich echt saumüde, ne? Warum? Ich hätte doch einen Ruhestein benutzen können, ich Vollidiot. Ja. Weil ich die Woche noch nicht wirklich viel geschlafen habe.
Okay, Leute, ich schlaf 3 Stunden am Tag in der Woche. Bin alt, okay. Also ich schlaf so viel wie ich kann. Oh. Weil warum auch? Du bist ja auch Student. Das ist nicht wahr. Ich bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter. Von was? Von meiner Uni. Was untersucht ihr? Wie steckt mein Pups? Ich leite den Übungsbetrieb im Bereich Informatik. Okay. Zumindest doch in so Teilen davon. Und unsere Zeit ist schon wieder umverdammt. Dr. Professor Morell hier. Beendet den Part jetzt wahrscheinlich gleich. Professor Dr. Dippel Morell, wenn ich bitten darf. Ja, ist richtig. Nee, Doktor kommt noch. Dauert noch ein bisschen. Aber Dippel bist du schon, ja? Dippel, immer nur. Dippel-ing. Also ich gebe schon mal, ich habe schon mal die nächste Quest angenommen und gehe schon mal abgeben. Tabitha, da müssen wir echt schon wieder hin. Oh Gott. Naja, dann sehen wir uns in der nächsten Episode, wenn wir dann mal irgendwie da sind. Macht's gut, bis dann. Tschüss.